Oh, schön das nächste Drecksviech. Oh, ey, die sind so scheiße, diese Teile. Hat mich jetzt schon wieder. Du schon wieder, du Drecksteil. Natürlich du schon wieder, du Drecksteil. Hier, verkraftest du einen Schaufler? Hm? Ich denke nicht. Oh, hat der kleine Fisch im Auge gemacht? Doppeliber! Oh, verpisst euch doch mal alle hier! Das ist ein Haufen Raketen, die überall aus dem Wasser schießen. Witzigerweise ist das hier genau der Ort, zu dem ich nicht wollte, nämlich der Anfang des Ganzen. Piss dich, du komisches Oktoding! Die Attacken, die man auf den Gegner loslässt, müssen auf seinen Schwachpunkt abzielen. Mehr steckt nicht dahinter. Hit me, Mario! Und er setzt ein Kakto ein. Kaktopunktur, ich wäre auch dafür. Wow, was für ein geil krasser Gegner. Obwohl es nur darauf ankommt, 4 Attacken richtig einzusetzen, habe ich verloren? Zu deiner Verteidigung, du bist gar nicht erst zum Angriff gekommen, aber... Ja, hast du. Da vorne will wer doppelkämpfen, das will ich ihm nicht verwehren. Kann er haben, ich muss nur kurz ein Auswechseldings hier vornehmen. Gut. Oder auch nicht. Na, was sagst du zu meinem geheimen Strand? Er ist ein wundersames Paradies inmitten des kalten Ozeans, klein aber fein. Und da du extra hergekommen bist, habe ich ein Geschenk für dich. Mit der Attacke Taucher können Pokémon ins Wasser abtauchen, wo sie vor gegnerischen Angriffen sicher sind. Fast wie hier an einem kalten, abgelegenen Strand. Es funktioniert sogar auf dem Land. Du brauchst noch nicht mal Wasser dazu, ist das nicht genial? Ich find's ja nett von ihr, dass sie mir ihren geheimen Strand zeigt. Aber findest du nicht auch viel zu kalt hier? Wie kann man so lassen im Bikini dastehen? Ich glaube, mir frieren hier im Moment sämtliche Zähne ab. Weichei. Okay, hier war TM, keine Ahnung wie. Dann müsste jetzt das Gröbste überstanden sein, was hier ist, denke ich. Ein Top-Elixier mit einem Triforce, warum nicht? Mit ihr hatte ich mich schon angelegt, glaube ich. Du verpisst dich einfach nur. Zwei Dancer. Yeah, die hier tanzen. Ha. Eigentlich doch aus dem fatales Chill-Ding? Ja, aus dem fatales Chill-Ding.
Okay, sorry, ich muss mal kurz in eure Performance platzen. Sing, Tanz, das ganze Leben ist eine Party. Mein Pokémon und ich sind am glücklichsten, wenn wir tanzen. Das reimt sich nicht, Leute. Ihr müsst nochmal ans Dingsboard zurück. Rhythmus-Duo Gavin und Ella fordern dich heraus. Ella. Sie haben beide was gegen Wasser-Pokémon. Das ist sehr interessant. Schade, ich hätte gehofft, dass das beide kaputt gehen. Oder zumindest die Pflanze übrig bleibt. Egal. Dann mach jetzt bitte einen Eisspeer auf das Riffex. Hat gerade noch so gereicht. So war es das so? Gibt noch irgendwie was von euch drauf? Magnetregler willst du lernen, ist doch bestimmt wieder nur so eine blöde Effektattacke, genau. Magnetfeld wird so manipuliert, das Spezial. Ja, vergiss es einfach nur. Ja, yeah. Pokémon-Attacken, alles in den Topf. So viele Glücksgefühle verliere ich den Kopf. Tanzen macht definitiv fröhlicher als kämpfen, weil das kann ich einigermaßen. Oder zumindest besser als ich. Yay. Wir sollten beide bei dem bleiben, was wir können. Stimme ich dir zu. So. Also wollen wir wetten, dass das Spiel jetzt wieder irgendeine sehr bescheuerte Art findet, mir diesen Weg zu blockieren? Irgendwas werden sie schon wissen, ne? Jetzt machen wir kurz Lauchball wieder ganz, weil mir das so auf den Sack geht, dass er nichts mehr an Dings bekommt. Hier haben wir noch ein paar Beleber. So, Lochboy ist wieder oben auf und es wird mir nichts bringen, weil ich jetzt keine Kämpfe mehr bis zum nächsten Center finde. Wetten das? Okay, wohl. Der blöde Polizist hat mich durchgelassen. Ich bin beeindruckt. Ich würde zu hören, warum Spike Ford durch das Rolltor nach außen abgeriegelt wurde. Steigt da drin etwa gerade eine private Feier? Ja. Eine Privati. Nest, der Arenaleiter von Spikeford, ist auf Pokémon vom Typ Unlicht spezialisiert, aber er ist davon nicht einschüchtern. Nest ist eigentlich ein netter Kerl, ja, Nest ist ganz in Ordnung. Aber keine Nesser. Nein, ich will mit deiner großen Freundin reden, du Weichei. Solange das Rolltor von Spikeford unten ist, muss die Arena-Challenge wohl warten. Ja, also gehen wir in die andere Richtung. So, was wollte ich hier alles für Schrott einfangen? Ja genau, Mautzinger! Und es hagelt nicht. Wolverine! Ah! Jo, Überheblichkeit ist irgendwie... Mach mal lieber einen Stahlflügel, weil Überheblichkeit bringt es gerade so gar nicht. Sollte Reaper langsam austauschen. Kommt aufs Wetter an, wann ich das machen kann. What a twist, it's not working! Superfang. Mr. Chill. 52. Na, immerhin. Lauchboy hat auch wieder Punkte. Mautzinger. Nummer 183. Wikinger-Pokémon. Typ Stahl. Größe 80 cm. Gewicht 28 kg. Die Haare auf seinem Kopf haben sich zu etwas verhärtet, das an seinem riesigen Helm erinnert. Es ist von Natur aus kriegerisch veranlagt. Als nächstes ein Laubkaps, oder warte mal. Die Spinne nicht?
Warum nicht die Spinne? Guck mal, mehr. Ultula. Das Doofe ist nur Vogelstahl-Pokémon gegen Gift. Und mal Stahlflügel. Hat's überlebt, das ist interessant. Es hat's überlebt, das ist interessant. Es war nur ein Volltreffer, das habe ich. Gut. Weil zum einen hat mich gewundert, dass das überlebt hat, zum anderen habe ich mich gefragt, warum das Ding so viel abzieht. Das ergibt jetzt keinen Sinn, aber war so. Ultula! Nummer 65, Stromspinnen-Pokémon, Typ Käfer, Elektro, 80 cm, 14,3 kg. Es schießt elektrisch geladene Haare von seinem Abdomen. Wer getroffen wird, ist 3 Tage und Nächte am ganzen Körper gelähmt. Stell dir mal vor, du wärst nur tagsüber gelähmt. Die Nächte über könntest du rumlaufen. Oh, Mopeko. Ich suche dich gerade. Okay, halte ich mich mit dir überhaupt auf oder mache ich gleich kurz einen Prozess? Ich würde den Finsterball werfen, weil es gerade dunkel, aber nicht in-game. Okay. If you want to die, I can arrange that. Sturzflug. Der Rückstoß zieht ganz schön viel ab, wenn ich das mal sagen darf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so dramatisch ist. Jetzt hätte ich wieder gedacht, das nehmen, was wir zuvor hatten. Wobei mir nicht mehr einfällt, was wir zuvor hatten. Egal. Lauchboy kriegt ein Level. Genau, deswegen wurde er wiederbelebt. Morpeko Nummer 344, alter Ego-Pokémon, Typ Elektro, Unlicht, Größe 30 cm, Gewicht 3 kg, Pappsattmuster. Dieses immerzu hungrige Pokémon frisst Samen, die es in seinen beulenartigen Taschen verwahrt und produziert so Elektrizität. Wie jeder Pikachu-Klon. Denkt euch mal was Neues aus, warum die diese hässlichen pinken Flatschen im Gesicht haben. Die sind doch voll süß. Nein, sind sie nicht. Hab ich schon gesagt, was du für ein... Ja, genau. Hatte ich schon. Kohldampfmuster. Es wandelt in seinen Backentaschen Elektrizität in Unlichtenergie um. Wenn es den Hunger überkommt, wird es rasend verbot. Ja, aber es ist alle 2 Runden hungrig. Irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Ich bin immer noch dafür, dass es eine dritte Form geben sollte, die... Nicht pappsatt, sondern komplett satt. Version irgendwie. Verpiss dich, Fuchs. Oh, verpisst euch alle. Ich wollte eigentlich nur mal kurz. Egal. Seine Stärke steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Sei so gut und erstatte mir, mich in einem Kampf davon zu überzeugen. Okay. Gentleman Patrick. Folge ich heraus. Oh, Durengard. Stahl gegen Stahl. Ist jetzt nicht so geil. Das heißt Durgles im Deutschen. Ja, ist mir doch Wumpe. Bob, hast du mal kurz Zeit? Wir bräuchten mal jemanden, der sich 2 Klingen stellt. Ah.
Was war das, ein Volltreffer? Okay, warte. Overdrive. Und da geht der Stahlgeist dahin. Ist überhaupt Stahlgeist? Ich glaube, es ist Stahlgeist, oder? Müsste. Quartermark. Ich bin mir nicht sicher, wen ich da einsetzen will. Na, warum nicht Reaper? Bin mir nicht sicher, ob der Affe gleichzeitig irgendwie noch was vom Typ Pflanze an sich hat. Weil, ich meine, so wie er aussieht, das wäre naheliegend. Aber selbst wenn nicht, müsste der Sturzflug eigentlich ordentlich austeilen. Yep. Multipot. Geistfee, oder? Nehmen wir vor. Eigentlich könnte ich alle Pokémon umbenennen in Mister. Dann wäre das hier Mr. Bob. Ja, Mr. Chill. Mr. Reaper. Alles Mister. Mrs. Fatalis. Oder nur Miss Fatalis. Mr. Lauchboy. Miss Sara. Ah, wie ich erwartete, mein geschultes Auge erkennt eben mein Talent, wenn es vor ihm steht. Wobei mir auffällt, ich habe die ganzen nervigen Viecher gar nicht angesprochen, oder? Ein echter Gentleman versteht es, sein Leben zu bestreiten, ohne sich Feinde zu machen. Ja, nein, die kommt von alleine. Mauzingerät ist mein ganzer Stolz. Neulich hat es beim Pokécamping eine Beere für mich gefunden. Ist das etwa ein Zeichen seiner Zutraulichkeit? Komm uns gerne mal besuchen und spiel mit meinen Pokémon. Nein, danke. Aber danke für den Teleportpunkt. So, sehr schön. Ah, erstmal hier hinten so. Komm mal her. Das Laubkrabs kann ich danach noch jagen. Erst bei dich. Okay, ich sehe die Gefahr, dass wir es einfach umlegen, aber wir werden es sehen, ne? Flieg und Sieg, wenn es geht, nicht gleich. What? The cat is faster. Wo hätte das gedacht? Ein Tiefschlag, während der Vogel auch fliegt, ist auch komisch. Das war nicht so geil. Okay, als nächstes nur ein Stahlflügel. Ist nicht ganz so mächtig wie Fliegen. Wir haben ja noch ein paar Katzen. What? Einspruch nochmal. Diesmal würde ich dir vorschlagen, du bleibst einfach drin, das ist weniger schmerzvoll für alle Beteiligten. Wir brauchen wieder einen neuen Timmy. So, womit schüchtern wir dich denn jetzt am meisten ein?
Und Ball. Wieso habe ich noch 25? Wo sind die alle hin? Ah, okay, super Fang. Eins und meins. Klappt immer, wenn Fatales mal loslegt. Kleopatra, Gefühlskälte-Pokémon. Typ Unlicht, Größe 1,1 Meter, 73,5 Kilogramm. Man wird schnell von seinem schönen Fell und seiner Anmut verleitet, aber es ist ein sehr launisches und gewalttätiges Pokémon. Ach, du bist doch knuffig. So, fehlt noch die komische Laus. Die Laus, nicht du, Morpeko. Kaps! Das ging schneller als erwartet, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Ich glaube, wir killen es mit allem, womit wir angreifen, also Hyperball. Ich hätte jetzt gerne Reaper mit Überheblichkeit dabei, aber ja, nein. Und Katschika! Bumm. Jupp. Laukaps 273, schnappes Pokémon, Typ Käfer, Größe 0,5 Meter, Gewicht 5,9 Kilogramm. Sein Körper reagiert unerklärlicherweise auf Elektrizität. Die Anwesenheit von Schnuthelm löst bei ihm eine Die-Entwicklung aus. Warum steht das im Pokédex? Das ist Schummeln. Jetzt muss ich einen Gaunuk suchen. Ja, ich weiß, du bist gerade sehr verleitet, diesen Gauner einzustecken, aber werfe einfach erstmal nur einen Ball. Wir versuchen zu fangen, bevor wir schießen, okay? Wenn das nichts wird, kannst du deinen Eisspeer abfeuern. Wer weiß, was gut für ihn ist. Ich weiß nicht, fühlt der Levelunterschied der Pokémon trägt jetzt irgendwie zum Fangrate bei? Ich habe manchmal den Eindruck, als ob. Aber ich glaube, das offiziell habe ich das nie gelesen. Nummer 30, Gaunux, Fuchs-Pokémon. Schlimmer geht's nicht. Typ Unlicht, Größe 1,2 Meter, Gewicht 19,9 Kilogramm. Es markiert heimlich die Beute, auf die es ein Auge geworfen hat. Dann folgt es dem Geruch und stiehlt sie, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, du fliegst aus meinem Team. Ich brauche niemanden, der meine Beeren voll pisst und dann irgendwie versucht, die sich auch noch unter den Nagel zu reißen. Das... nein...